Ja, hallo Freunde und Modellbahnkumpels, Abonnenten meines Kanals. Ich wünsche euch immer noch frohe Weihnachten. Noch ist es ja nicht 0 Uhr. Ich hatte nämlich ganz vergessen, dass dieses Paket ja noch in der Küche steht, was ich eigentlich mit euch zusammen noch auspacken wollte. Und nein, da ist keine Modellbahn drin, aber was anderes. Ja, das habe ich mir noch organisiert, günstig. Jo, mal ausprobieren, ob es funktioniert. Und dann geht es dann weiter. Weil ich kann ja mit sowas, was hier drin ist, nichts anfangen. Und deswegen gebe ich das auch wieder ab. Ich habe es halt wieder gesagt, nur genommen, weil es halt günstig war. Aber jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Ich habe es jetzt schon hier aufgeschlitzt. Ihr seht es ja. Habe auch schon mal den Deckel abgenommen und wieder drauf gemacht. Und ich habe nämlich gleich gesehen, sehr kreatives Verpackungsmaterial. Lasst euch überraschen. Ich habe erstmal eine Runde gelacht, was da alles drin ist. Ich habe ja die Sachen, die oben drauf sind, schon angeschaut. Aber was insgesamt drin ist, das weiß ich natürlich noch nicht. Ich habe es bloß auf einem einzigen Foto gesehen. Und das war sehr spät abends. Da war das auf einmal drin. Ich glaube, 23 Uhr wurde das reingestellt. Also fast die gleiche Zeit wie jetzt. Und ja, jetzt gucken wir mal, was uns da in dem Paket erwartet. Ich sagte ja, sehr kreativ. ja. Soll ich das jetzt anziehen? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ich glaube nicht, dass das irgendwie für Männer ist. Ja. Das gleiche zählt übrigens auch für diesen wunderschönen Pulli. Oder das sieht irgendwie nach Frauenklamotten aus. Wäre schon das Treppenhaus tun. Kann bestimmt einer gebrauchen. Es geht auch noch weiter. Jetzt gucken wir es mal hier. Da haben wir schon mal das. Das ist das, was eigentlich drin sein sollte. Noch ein Pullover. Bestimmt auch wieder für Frauen. Sag ja, so kann man natürlich auch Verpackungsmaterial sparen. Ne? Alte paar Klamotten rein tun. Gut. Ja, und dann haben wir dann hier das ganze Zeug hier von NRW. Tennisschläger. Gabel. Das war der Karton, das war jetzt nicht. Dann haben wir hier irgendeine Hülle. Ich kenne mich nicht damit aus, aber ich dachte mir einfach, komm, scheiß drauf. Für den Preis kann ich es mitnehmen. Haufen Lumpe hier drin. Was ist denn das hier für Scheiß? Moment, das sieht aus wie... Keine Ahnung. Was ist denn das hier? Das ist wieder Empfängereinheit oder so. Okay, dann haben wir noch einen Tennisschläger. Dann haben wir hier... Wird auch schön eingepackt in eine Pullover. Was ist denn das denn wieder? Hä? Was ist das? Irgend so Knüppeldinge hier. Da kannst du bestimmt das Menü bedienen damit. Sieht doch alles noch sehr gut aus. Dann haben wir hier, soll wohl ein Lenkrad darstellen. Hä? Da kommt der Controller dann rein und dann kannst du dann meh machen. Ja. Und dann noch so eine Hülle. Ja, hier. Was ist das? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich mit dieser Konsole überhaupt nicht aus. Ich hatte schon mal eine, wisst ihr ja, die war ja in diesem Konvolut dabei, da fehlt aber alles, das habe ich ja dann später erfahren. Aber hier steht alles dabei. Hier ist wirklich alles dabei. Netzteil. Nicht runterschmeißen. Ich nehme meine Karton gerade rüber. Noch so ein Ding. Noch Teil.
Noch so ein Ding? Noch ein Lenkrad. Das gehört, glaube ich, nicht dazu. Das ist der Adapter für das Bild. Also zwei Lenkräder. Das ist aber ein anderes Lenkrad. Das hat irgendwie Knöpfe da hinten dran. Also zwei Lenkräder schon. Fehlt da noch was? Ach, das ist hier drin. Das Wichtigste. Das wichtigste Teil fehlt nicht. Ist natürlich dabei. Tada. Und nochmal zweimal Klamotten. Die werde ich morgen gleich ins Treppenhaus tun. Die Konsole. So, die sieht auch noch sehr gut aus. Na, da ist nicht irgendwie kaputt, wie es aussieht. Also optisch, die andere war ja total versifft, das wisst ihr ja. Aber die hier sieht aus wie neu. Funktioniert bestimmt auch noch sehr gut. Okay, da kommt eine Speicherkarte, glaube ich, rein. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Quatsch nicht aus und ich werde das auch nicht jetzt anschließen und ausprobieren. Ich muss es ja ausprobieren, wenn ich es weggeben will. Das muss ich ja. So, dann können wir mal gucken, ob es alles dabei ist. Also hier haben wir die Konsole. Dann braucht man dafür denn diese Dinger hier. Die braucht man dafür. Dann braucht man dafür das Kabel. Das Videokabel. Das Netzteil, das haben wir hier. Das ist auch dabei. Sehr schön. Dann brauchen wir aber noch was, und zwar, der Adapter für SCART. Das war ja noch nicht HDMI. Und das Ding brauchen wir dann noch dafür. So, das müsste eigentlich alles sein, was man dafür braucht, um die Konsole benutzen zu können. Ne? Weil die Dinger hier, die kommen ja hier rein. Wenn ich das richtig sehe. So, da kommt die Strippe hier durch. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist, was ich hier mache. So. Dann kommt das hier rein. Oder auch nicht. Doch. So. Ah. Und dann fungiert sozusagen der Controller als Lenkrad. Ah ja, okay. Lustige Konstruktion. Und das gleiche kann man ja dann auch hier in das Lenkrad machen. Dass überall dieses Loch, dass man hier dann die Strippe durchziehen kann. Und die zwei Controller sind dann wahrscheinlich hier fürs Menü oder für ganz normale andere Aktionen. So, dann haben wir noch, wie gesagt, den Schläger hier. Da weiß ich aber nicht, wie das geht. Ah, warte mal, hier unten ist der Stecker. Dann war dieses Teil dazu. Ah, verstehe. Das kommt dann so. So. So, ja. So. Und das kommt dann, glaube ich, auf den Schläger drauf. Das ist ja lustig. Kannst du in der Wohnung Tennis spielen oder was? Nee, das haut nicht hin. Oder? Keine Ahnung. Ich will nicht kaputt machen hier, wenn das Ding noch funktioniert. Oh. Alles klar, das ist bloß ein Adapter. Das kannst du also noch ein bisschen verlängern. Und dann machst du das Ding bestimmt hier rüber. So. Und dann machst du das drauf. Oder auch nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Schade oder so. Vielleicht so. Nee, keine Ahnung. So rum. Ja, in der Foto ist noch da. Ich habe keine Ahnung, wie das dran kommt hier, das Ding. Ich werde hier nicht nur rumfummeln, dass hier was wegbricht oder so. Keine Ahnung, das geht irgendwie nicht hier. Das, keine Ahnung. Mit dem Ding irgendwas zu tun? Nee, auch nicht. Oder mit dem Teil hier. Dass das so kommt. Ah, okay. Ja, okay. Und dann kommt das dann hier rein. Und dann hast du dann sozusagen Tennisschläger. Also frage ich mich, was das hier ist. Das ist irgendwie ein Zwischenteil oder ein Adapter. Also wer sich mit Wii auskennt, der weiß ja bestimmt, was das hier ist. Also es ist irgendwie ein Adapter. Ja, dann haben wir dann hier noch
iPhone-Kabel? Ein iPhone-Kabel ist, glaube ich, nicht von der Wii. Seit wann tut denn die Wii mit Apple zusammenarbeiten? Das gehört, glaube ich, nicht hier rein. Wäre schön, wenn es noch iPod drin gewesen wäre. Aber das hier ist noch von der Konsole. Das ist ja auch ein iPhone-Kabel. Noch ein iPhone-Kabel. Krieg ich noch kostenlos iPhone-Kabel dazu. Das sind definitiv iPhone-Kabel. Wisst ihr, woran ich das erkenne? Ich zeige euch das mal. Ich habe nämlich hier noch mein uralt 32 GB, der ewig nicht genutzt wurde. Der geht aber noch. Ne? Den muss ich mal wieder aufladen, ob der überhaupt noch geht. Wenn der tief entladen ist, ist nämlich Feierabend. Ja, das müsste nämlich jetzt hier passen. Drei iPhone-Kabel, das ist ja schön. Moment, machen wir das mal so mit einer Hand. Vor allem original, wie es aussieht. Zack, seht ihr? Ich bezweifle, dass die mit der Wii zusammenarbeiten. Das wäre mir neu. Also habe ich jetzt vier iPhone-Kabel. Das ist ja schön. Noch eins. Ja. Und das hier ist auch ein iPhone-Kabel. Ja. Das ist sogar richtig schönes, robustes hier. Wow. Wunderbar. Gucken wir mal, wie das hier dran geht. Zack. Dran. Ja, das werde ich wahrscheinlich jetzt weiterverwenden. Wenn es funktioniert. Ja, schön. Kostenlose iPhone-Kabel. Und schlecht. Wahrscheinlich wusste die Person gar nicht, dass das iPhone-Kabel sind. Ja? Der hat gedacht, weiße Kabel. Die gehören hier mit dazu. Nee, tun sie nicht. Weil das ist Nintendo und das ist Apple. Ja? Und seit wann tut denn Apple mit Nintendo zusammenarbeiten? Wer weiß, ob der überhaupt noch geht. Geht er noch an? Ja, der geht noch an. Der liegt jetzt schon fast 3 Monate rum. Ja? Und der geht noch an. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Kiste noch angeht hier. Da ist meine ganze Sammlung drauf von meiner Musik. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit mein Handy benutzt, ne, dass ich das gerade in der Hand halte. Und ja, der funktioniert zwar noch und der Akku ist auch noch ganz gut, aber es ist halt ein altes Gerät. Ne. Ja, da ist meine Sammlung drauf, meine Musiksammlung. Das Problem ist halt bei dem iPod, dass der halt nicht laut genug geht. Und wenn ich zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Zug, wenn es wieder möglich ist, dann Musikhörer, da muss ich das Ding immer volles Rohr aufdrehen und es reicht immer noch nicht. Und genau aus dem Grund habe ich dann das Handy benutzt. Beim Handy habe ich halt eine Mod oder eine App, da kann ich die Lautstärkebegrenzung umgehen, sodass man das halt im Kopfhörer, nicht dass er denkt, dass ich dann taub werde, nee, aber das sind halt solche Kopfhörer, die halt komplett über die Ohren drüber gehen und da möchte man die Geräusche von außen halt nicht mehr hören. Und das ist halt bei dem hier nicht möglich. Da habe ich dann immer noch die ganzen Zuggeräusche gehört und deswegen habe ich dann das Handy benutzt. Aber dass der Akku so lange hält, ach, das ist ja Wahnsinn. 3 Monate nicht benutzt. Irre. Jo, geht noch. War jetzt bloß mal vorführen, ne? Vorführeffekt. Machen wir wieder aus. Da wissen wir ja, dass man die bloß noch aufladen brauche und dann. Vielleicht finde ich ja irgendwie mal eine Software für das Ding hier, dass das auf Android-Basis läuft. Ich bezweifle es aber, das ist nämlich schon uralt. Wie gesagt, das ist glaube ich zweite Generation vom iPod Touch. Und bis jetzt hat er mir gute Dienste geleistet, mir war es einfach immer zu leise. Den habe ich aber benutzt für unterwegs, also sprich, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad gefahren bin. So, ja Freunde, das ist genau das, was in dem Paket war. Und ich habe es halt nur ersteigert oder gekauft. Es war nicht ersteigert, ich habe es sofort gekauft, weil es günstig war. Könnte natürlich jetzt sein, dass die Bude jetzt hier kaputt ist. Dann haben wir das gleiche Problem wie bei der Kamera, aber hier sind es halt bis 40 Euro gewesen und ja, ist akzeptabel. Ja, kostenlos iPod-Kabel noch dazu. Wunderbar.
Das war's. Wollte ich bloß mal zeichnen. Sollten jetzt noch zwei Pakete kommen mit ein bisschen Rollmaterial, um einen Zug zu ergänzen. Nein, kein Schweizer Güterzug. Und die muss ich natürlich dann auch wieder farblich anpassen. Aber das kommt dann alles später. So, jetzt wünsche ich euch aber endgültig schönen Abend. Und ja, feiert noch schön mit eurer Familie. Ne? Bis dann. Tschüss.